Okay, let's go. Warte mal, warte mal. Okay, komm. Dieselben Ansätze gibt es dann quasi auch für nach vorne. Genau. Ist ja jetzt nur seitlich. Genau, die gibt es auch nach vorne, ja. Also wenn man da den Fokus drauf legt, man kann das also quasi genauso gestalten wie hier. Ne? Kann man auch mit Sprüngen kombinieren, dass man quasi einfach den Step nach vorne macht, kriegt hier eine Resistenz und holt die einfach hoch. Ne? Genau. Das Band am Anfang ist auch eigentlich nur, um den Bewegungsablauf ein bisschen zu ökonomisieren. Ja, irgendwann kann man das auch weglassen größtenteils. Aber es unterstützt schon, ja, dass man halt nicht die Balance zu krass verliert, weil hier geht es ja wirklich nur um den Abstoß, ne? Jetzt nicht zu viel koordinative Aspekte reinfließen zu lassen, und das hilft schon ein bisschen. Muss auch nicht so schwer sein, wir haben auch eine leichte Resistenz benutzt, und das gilt auch, wenn du es nach vorne machst. Kannst du auch eine leichte holen, aber halt keine, die dich hochzieht, ne? Weil das wäre entgegen des Effekts, den wir eigentlich erreichen wollen. Ja, kurzer Bodenkontakt, schnell. Und dann gucken, wenn du rüber gehst, ne, wieder hier den Fokus drauf haben und wieder hoch. Okay? Zwei kleine. Wo sind die Sprünge? Warte mal. Mach mal kontrolliert, lass dir mal Zeit nach dem Durchgang. Schneller. Gut. Ja. Fußspitzen vor. Gut. Rein. Die Sprünge am Ende. Sprünge schneller. Lass dir mal Zeit. Okay, stopp. Jetzt hole ich den 5 Kilo bei. Du machst jetzt Folgendes. Ja, du stehst jetzt hier. Wir fangen jetzt an, hier mit ein bisschen den lateralen Movements zu arbeiten, ja, mit dieser Anfangskraft. Du machst immer einen Ausfallschritt zur Seite. Ja, ich lasse dir den Ball dahin fallen. Und du versuchst mal hier, dich relativ tief abzufangen, ja, dass du hier wirklich Spannung hast. Hier Stabilität. Guck auf deine Fußspitzen, dass sie nach vorne zeigen. Genau. Gehst hier rein. Ja, kriegst den Ball von mir und versuchst dich so explosiv wie möglich, zack, wieder hochzudrücken. Ja, das Band ist nur eine kleine Unterstützung. Ja. Genau. Okay, ja. Lauf erst, wenn du wirfst oder davor. Mach du, ich werf dir den Ball zu. Genau. Und let's go. Und explosiver hochdrücken. Komm. Nein, nicht zuwerfen. Du kriegst von mir den Ball und du musst das Gewicht mit hochnehmen. Okay. Ne? Also nicht mehr zurückwerfen. Erst wenn du stehst, krieg ich den Ball zurück. Let's go. Gut. Alles. Gut. Gut. Geh mal ein bisschen tiefer, fang dich ab. Guck auf deine Fußspitzen. Nach vorne, genau, sehr gut. Ja, sehr gut. Und stopp. Müsst du eigentlich ein anderes Gefühl haben im Oberschenkel. Aber auch direkt mit dem 5 Kilo, ne? Ja, wir machen ja keine halben Sachen. Der Junge ist Profi. Okay, let's go. Komm mal. Und hoch. Fußspitzen nach vorne. Versuch mal, wenn du hier gehst, dass du dich nicht so hier rausdrückst, ne, sondern wirklich hier. Zack. Zack. Nach oben zur Seite. Gut. Gut. Drück mal aus dem Oberschenkel ab. Drück dich hoch, drück dich hoch.
Gut, noch zwei. Ja, noch einen Durchgang und versuche ein bisschen noch explosiver zu sein. Komm, sehr gut. Gut. Und komm, noch drei Push. Gut. Frei, komm. Aber dein Bein ist, das ist so. Wirklich gucken hier. Da. Mhm. Sprünge schneller. Lass dir mal Zeit. Mhm. Okay, stopp. Sehr gut. Alex, wie ist das jetzt noch für dich? Meinst du Anstrengung? Das ist anstrengender als sonst, ja. Schon anstrengend. Auch komplett andere Anstrengung als Tischtennis. Aber es zielt ja genau quasi auf die Zielgruppe ab, der Muskulatur, die quasi dann essentiell für im Spiel, wenn man es dann braucht, diese Explosions, dieses Schnelle, dieses Reagieren, ne, darauf zielt es ja dann quasi ab, dass es quasi dann schon mal so vorbereitet wird, wenn es dann mal soweit ist. Ja. Ja, genau. Also wir haben das am Tisch. Man muss immer gucken, dass der Transfer immer so groß wie möglich ist. Ne? Und hier versuchen wir quasi auch die Übungen so anzupassen, wie wir es auch in einer Spielsituation haben können quasi. Ne? Zum Beispiel einen weiten Ausfallschritt, wenn der Ball auch mal abfällt oder einen halblangen Ball, ne, der ein bisschen kürzer am Tisch rausgeht, wo man mal hingehen muss hier und dann schnell zurück sein muss. Ne? Haben wir eigentlich fast die ganze Zeit. So probiert man das im Athletiktraining eigentlich aufzubauen, auch bei den ganzen Oberkörpergeschichten. Und dann kann man das natürlich in tausend Teile aufsplitten. Ne? Also so funktionelles Training, wo man stabilisieren muss und Kraftentwicklung in eine Richtung, ist gut und schön, das ist gut für den koordinativen Teil. Aber für eine wirkliche Kraftentwicklung ist es halt nicht optimal. Wenn du aber jetzt diese Teilaspekte, sage ich mal, schon viel trainiert hast, dann solltest du es schon mit funktionellem Training auch verbinden. Also das ist auf jeden Fall klar. Ja, genau. Aber für den Kraftaufbau in diesen Bewegungsmustern an sich sollte man das schon eher ein bisschen separat trainieren. Genau. Was wir jetzt machen, sind Bewegungsmuster, die man auch schon aus dem Basketball vielleicht kennt. Und zwar machen wir so Gleitbewegungen, aber auch mit Sprüngen. Das heißt, wir fangen immer an in einer tiefen Position und dann versuchen wir uns lateral einfach abzustoßen, aber nicht nach oben, sondern wirklich, soweit es geht, seitlich und dabei relativ dicht am Boden zu bleiben. Ja, also so viel Kraft wie möglich einfach zur Seite zu geben. Ja? Das heißt, wir fangen hier an, zack, und drücken uns hier mal ab, zack, zack. Ich habe jetzt nicht das beste Schuhwerk an, aber... Das quasi dann auch so sieht's aus. Dass quasi so Stück für Stück immer die Spannung erhöht wird. Ja klar, durch das Resistenzband, ja. Ja, wir versuchen die schon relativ gleich zu halten, aber es geht darum, die ganze Zeit gegen eine hohe Resistenz schon zu springen. Deswegen, ich gehe immer einen Schritt mit ihm, ne, dass sich halt die Kraft von dem Band jetzt nicht pro Sprung steigert, sondern dass wir quasi fast die ganze Zeit ein konstantes Spannungslevel haben. Ja. Genau, weil wir müssen ja auch am Tisch direkt Kraft entwickeln können und nicht erst nach 10 Sprüngen oder 10 Steps oder so, ne? Let's go. Größer, größer. Versuch mal, so weit du kannst zu springen. Ja. Mhm. Ne, ist gut, aber das geht hier auf der Bank gerade gar nicht. Lass uns vielleicht mal hier kurz auf das Feld gehen. Gut. Rüber, rüber springen, nicht hoch. Nur zur Seite, großer Schritt, großer Schritt. Gut. Gut. Und noch drei, zwei,
3. Gut, stopp. Mhm. Komm in meine Arme. Das ist gut, die Brauerei. Okay. Und let's go. Mhm. Gut. Und weiter, 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 komm. Ja. Ja, 3, 1, 2, 3. Gut. Okay, dann machen wir einfach das, was wir letztes Mal gemacht haben. Und zwar das mit diesen Sprüngen. Mit den einbeinigen Sprüngen, die wir auch reaktiv machen. Nur lassen wir eben am Ende einfach diese, diese Jumps weg. Ich glaube, das ist halt nicht so nice. Also. Wie weit würdest du jetzt das Athletik-Level von dem Marius so beschreiben? Also man kann schon noch viel rausholen. Jetzt nicht von der Kraft an sich, aber bis diese ganzen Bewegungsmuster halt ein bisschen ökonomisiert sind, also bis sie besser drin sind, dauert das schon eine gewisse Zeit, bis man da auch das Muskelgefühl hat. Also viele Leute haben auch die Kraft schon vorher, aber können die noch gar nicht richtig übertragen. Und wir haben ja nicht nur hier diese Athletik-Parts, die wir jetzt so machen, sondern wir sind ja auch noch im Aufbautraining drin. Genau, das heißt, wir haben die Hypertrophie-Phase jetzt quasi gemacht. Jetzt sind wir gerade dabei, ein bisschen im Maximalkraftbereich zu trainieren. Hat einfach den Sinn, dass diese Muskelfasern ja auch angesteuert werden können, die wir vorher aufgebaut haben. Das heißt, es geht ja nicht darum, nur einen großen Muskelquerschnitt zu erreichen. Dann würde ich mal sagen, ist man auch erstmal ein bisschen langsamer. Ja? Sondern es geht wirklich darum, die auch über das neuromuskuläre System dann ansteuern zu können. Ja. Und diese funktionellen Einheiten kriegst du halt auch nur über dieses Training. Das wird halt oft vernachlässigt, ist aber sehr wichtig. Und Maximalkrafttraining mit Explosivkraft und Schnelligkeit ist sich halt sehr, sehr nah. Deswegen verbinden wir das halt zusammen jetzt im Moment. Und ja, da ist es auch nicht schlimm, wenn man da am Anfang dieser Phase noch nicht auf dem Höchststand ist. Also sonst würde das Training ja auch keinen Sinn machen, wenn du jetzt schon komplett austrainiert wärst in diesen Bereichen. Aber da sieht man halt, dass man immer quasi noch was draufpacken kann. Ja. Genau. Dann würdest du quasi empfehlen für Leute, die jetzt das allererste Mal, die jetzt auch nicht regelmäßig ins Studio gehen, sondern ja, so Kreisliga-Leute, die dann wirklich mal, oder jüngere Spieler, die dann sagen, okay, ich will nicht nur an den Tisch was besser werden, sondern auch athletisch und körperlich. Mhm. Mhm. Dann, was hättest du da für eine Empfehlung, wie man da am besten rangeht? Im Amateurbereich? Also wenn die jetzt schon ins Studio gehen, ja, einfach mal vielleicht mit den Trainern, also nicht jeder hat ja einen eigenen Trainer dabei, aber auch die Leute im Fitnessstudio sind ja ausgebildet, die kennen auch die verschiedenen Trainingsbereiche. Und einfach mal wirklich einen spezifischen Plan mit denen zu erstellen, ist halt relativ wichtig, dass man immer in diese verschiedenen Phasen übergeht. Man kann das Training auch ganz gut kombinieren. Ja, das heißt, man fängt zum Beispiel trainiert in einem Vier-Sätze-System, fängt dann an mit zwei relativ schweren Sätzen. Erstmal, um das zentrale Nervensystem zu aktivieren. Dann geht man halt in diese Maximalkraftphase und die letzten zwei Sätze macht man dann eben ein bisschen leichter, also nach diesem Pyramidensystem quasi, wo du dann eben verschiedene Teilbereiche kombinierst. Also Maximalkraft, Hypertrophie und auch ein Tick Kraftausdauer, würde ich jetzt aber nicht zu viel machen. Ne? Aber die Bereiche kann man auf jeden Fall auch integrieren. Genau. Also ab hier kannst du locker auslaufen. Genau. Schritt zurück. Gut. Okay. Let's go. Und schnelle Sprünge. Kurzer Kontakt. Gut, gut, gut. Okay, nice. Mhm. Okay. Let's go. Gut.
kurz. Heute mal volles Programm durch. Also in dem Bereich dann wirklich besser mit Sekunden arbeiten und sich dann sekundenmäßig so Stück für Stück hocharbeiten. Ja, also ich halte mich jetzt nicht immer fest an eine Wiederholungsanzahl tatsächlich. Ja. Ja. Ich gucke auch immer ein bisschen einfach auf die Person, mit der ich trainiere. Mhm. Du siehst oft am Gesicht oder am Atem, wann auch wirklich die Grenze erreicht ist, wo nicht mehr so viel geht. Und dann sollte man das auch einfach aufhören. Ne? Es geht ja nicht darum, jetzt hier komplette Muskelermüdung, dass gar nichts mehr geht, sondern wirklich am Leistungsoptimum zu arbeiten. Genau. Mehr reindrehen. Nice. Mit diesem Pad zum Beispiel, na, man kniet sich quasi hin, ein Bein ist aufgestellt und dann kommt der Zug von der Seite und man zieht damit explosiv rüber. Haben die meisten wahrscheinlich auch schon gesehen. Ja, das hier ist auch eine sehr gute Alternative dazu. Und wir haben ein bisschen Beugung in der Bauchmuskulatur, also ist noch näher quasi an dem, was wir am Tisch auch haben. Ja, hier ist auch sehr gut für die Rumpfstabilität. Wir sind aber hier immer gerade im Oberkörper. Ja, wenn wir das am Tisch spielen, sind wir eigentlich immer ein bisschen gebeugt. Mhm. Wir haben also immer ein bisschen Flexion in den Bauchmuskeln drin. Und das kann man mit diesen Russian Twists eigentlich ganz gut simulieren, wenn man damit das Explosivkrafttraining macht. Und auch im Aufbau ist es relativ gut. Genau. Sollen wir noch da die eine Übung machen? Ich hole mir das Handtuch mit. Okay, denk dran, Arme relativ gestreckt, also nur ein bisschen Beugung drin. Na, dann fängst du das ab bis unten und wieder explosiv hoch. Wie geht's dir? Sehr schön. Gut. Vamos. Sehr gut, reicht doch. Na, hauptsächlich mit den Fußgelenken zu arbeiten, mit der Achillessehne. Ja, wir stellen uns einbeinig auf eine kleine Erhöhung, ja, nicht zu hoch, das hier reicht eigentlich schon. Und was wir jetzt probieren, ist das Gewicht quasi in einer Linie hochzuhalten, also zu stabilisieren. Und mit dem Bein machen wir wieder reaktive Sprünge. Ja? Also wieder kurze Bodenkontakte, einfach ein bisschen kräftig abstoßen. Genau, Fokus auf dem Fußgelenk. Genau. Boah, das geht ja gar nicht. Mit was tick ich ab? Mit unten? Mit dem hier. Hiermit stabilisierst du. Der bleibt einfach stehen. Komplett. Der ist komplett drauf. Genau, der ist komplett drauf. Und dann hiermit drückst du dich hoch. Da. Ja. Und Power. Bleib stehen. Du machst mit dem Fuß da gar nichts. Der bleibt einfach nur stehen. Ist nicht so leicht, wie es aussieht immer. Ja, ich bin aber zu klein. Glaube ich. Ja, das ist so richtig. Mit der Mind-Connection. Mind-Muscle Connection? Ja, du musst ja quasi den Ja, die ist wichtig. Ja, ja. Du musst den nach oben drücken. Ja, das hier ist schon ein bisschen funktioneller. Du musst das eine Bein unten lassen, das ist schon wirklich funktionell. Ja, genau. Hier stehen bleiben. Da. Ja. Auf jeden Fall eine sehr gute Übung, kann ich nur empfehlen. Muss man halt die Ausführung ein bisschen lernen. Die ist aber auch nicht so leicht. Sehe ich zumindest gerade. Ja, sieht bei dir nämlich ganz easy aus, ne? Ja, ich habe es auch schon ein bisschen länger integriert.
Am Anfang musste ich mich auch mal dran gewöhnen. Genau. Ja, zum Thema plyometrisches Training kann man eigentlich jede Form von Sprüngen benutzen. Also diese Reaktivsprünge, die wir gemacht haben. Und um diesen Dehnungsverkürzungszyklus ein bisschen besser drin zu haben, kann man natürlich auch ein bisschen tiefer gehen. Ja, das heißt, wir gehen quasi in eine Vorspannung, da wird die Energie quasi gespeichert und dann lassen wir die raus. Ja, durch diese schnellen Sprünge, durch kurze Kontakte. Ist quasi wie so ein Gummiband, was man aufzieht und dann loslässt. Also kann man sich das ein bisschen vorstellen. Mit dieser Sehnensteifigkeit, was wir gemacht haben, mit diesen Sprüngen auf den Zehenspitzen, diese Reaktivsprünge oder auch das hier. Ne? Also die Sehnen sind halt die Verbindung zwischen den Knochen und der Muskulatur. Und jetzt kann man sich halt vorstellen, entweder man hat ein sehr dünnes Gummiband, was relativ flexibel ist, ja, was geschmeidig ist. Das trainieren wir quasi, indem wir langsame Wiederholungen machen. Wir wollen aber die Zugfestigkeit eher erhöhen. Und bei Maximalkrafttraining und bei Explosivkrafttraining erhöhen wir eben diese Steifigkeit. Dann wird es eher zu so einem relativ festen Gummiband. Ne? Wenn man da dran zieht, ne? Da ist die Kraftübertragung einfach schneller. Und das probieren wir quasi durch dieses Training hier einfach zu erreichen. Durch diese Reaktivsprünge, die wir eben gemacht haben. Ne? Wo wir immer kurzen Kontakt haben, schnell abstoßen. Jetzt gibt es halt noch eine Variante, die man machen könnte. Ja, wenn man neue Reize setzen will, man muss ja nicht immer die gleichen Übungen machen, wird ja auch ein bisschen langweilig. So wie Marius das auch schon gemacht hat mit den Sprüngen, kann man es hier einfach machen, dass man das immer auf einem Bein macht. Ne, ein bisschen kleinerer Winkel hier als vorhin, wo wir eher relativ aufrecht waren. Genau, und dann drückt man sich quasi auch wieder ab. Der Kontakt zur Erhöhung ist auch wieder relativ gering. Und man versucht einfach so explosiv wie möglich hochzuspringen. Ja. Genau, also quasi so. Ja, das sind immer so 10 Sekunden, reicht völlig für einen Durchgang. Genau. Das kann man ja auch rein theoretisch dann in der Halle an so einer Bank machen. Auf jeden Fall. Da stellt man sich die Bank hin und dann... Ja, kann man auf jeden Fall auch machen. Also wenn man jetzt, sage ich mal, auf der hier Höhe was hätte oder eine Bank, wie du sagst, kann man das natürlich auch so variieren, dass man immer sagt, man fängt von hier an und stößt sich dann ab. Das ist halt jetzt, hier ist der Abstand jetzt relativ groß. Das sollte schon direkt vor einem sein. Aber dass man hier anfängt in der Vorspannung und dann einen kleinen Step und man drückt sich aus diesem Bein hoch. Genau. Also das ist ja jetzt quasi der Abstand zu groß, aber wenn man der jetzt die groß. Bank vor sich stehen hat, dann... Genau, dann merkt man auch, dass es leichter ist. Ja, das sind einfach gute Varianten. Mhm. Yes. Also, durch? Ja. Durch. Waren jetzt wie viele Übungen ungefähr? Oh Gott, zu viele. Wie viele Übungen würdest du normalerweise einbauen? Sechs. Ja, ich würde sagen, 4 bis 5 reicht schon, wenn man das mit einer guten Intensität macht. Mhm. Kommt immer darauf an, wie jetzt der Tagesablauf ist, wie die Vorermüdung schon ist und so weiter. Man sollte es eigentlich im ausgeruhten Zustand machen. Und wenn man jetzt keine Trainingseinheit mehr hat oder man macht es früh morgens, hat genug Regeneration, kann man ruhig auch mal ein paar Übungen mehr machen. Ne? Das ist auch ein bisschen individuelles Empfinden, aber da man relativ ausgeruht sein sollte, um das mit 100% zu machen, ist halt eigentlich Blödsinn, wenn man jetzt 10, 11 Übungen macht. Wir haben jetzt halt relativ viel gezeigt. Natürlich kürzt man das auch immer ein bisschen ab. Ja, 4 bis 6 effektive Übungen, das reicht locker. Ja. Würdest du sagen, dass man normal, also dann normalerweise macht man macht man quasi, wenn man jetzt beides machen will, macht man zuerst den Part und dann Tischtennis? Ja. Oder also genau. Zuerst jeden Part? Ja? Genau, also so wie man auch Koordinationstraining vor dem normalen Tischtennistraining machen sollte, ist es hier auch wichtig. Okay. Genau. Ja. Cool. Aber immer als separate Trainingseinheit. Ne? Also jetzt nicht Explosivkraft trainieren, 4, 5 Übungen und dann direkt an den Tisch. Also schon als separate Krafttrainingseinheit nutzen. Ja. Genau.
Wie oft würdest du das so empfehlen? Ja, am Anfang ist es schon relativ anstrengend, auch fürs Nervensystem. Ich würde es vielleicht 2-mal die Woche machen am Anfang tatsächlich. Und ansonsten reicht auch 3-mal die Woche, wenn man es richtig macht. Also wenn man es separat trainiert. Ja. Wenn man jetzt sagt, man macht immer nur 2 Übungen, kannst du es natürlich auch 4-mal machen, aber 2-3 effektive Sessions in der Woche reicht aus auf jeden Fall. Weil man hat ja am Tisch auch nochmal den Transfer. Es ist ja nicht nur hier. Es wird ja quasi erst übertragen am Tisch, richtig, ne? Genau. Dann würdest du sagen, quasi so Wiederholungsbereich, 3 Sätze und... Ich würde eher auf eine Sekundenzahl achten, als auf Wiederholungen an sich. Ich würde es immer so 10 Sekunden machen. Ja. Natürlich jetzt bei so Schritten oder so, weiß ich nicht, würde ich schon so 6-7 machen, wenn die kontrolliert sind. Mhm. Aber ansonsten wirklich viel auf den Zeitrahmen achten. Also 10 Wiederholungen beim Schnelligkeitstraining ist eigentlich ausreichend, da würde ich jetzt nicht mehr machen. Okay. Genau. Ja, cool. Und immer schön Kreatin zuführen. Ja gut, was so Supplementierung angeht und alles Mögliche so drumherum, da passen wir uns ja dann auch zur gegebenen Zeit dann zu. Ja, mhm. Also haben jetzt hier haben wir quasi jetzt heute hier die Trainingseinheit abgefilmt, da am Tisch und dann hier. Einmal zweite Liga, einmal Oberliga demnächst, ne? Genau. Hat der Marius dich ein bisschen vermittelt. Und ich versuche halt auch dann so dementsprechend mal ab und zu das so ein bisschen mit einzubauen. Ja. Und aber erstmal muss die Bambe weg. Und dann so Stück für Stück. Ja, das kriegen wir hin. Erstmal da ein bisschen arbeiten, aber das ist alles so Progress, Step by Step. Ne? Genau. Ja, cool. Step by Step, ja. Ist gut. Dann würde ich sagen, dann machen wir hier mal Schluss. Ne? Yes. Und dann den Rest könnt ihr alles über Instagram und so sehen. Mal gucken, wie viele Teile das jetzt gerade so werden. Also, tschüss jetzt.